Hallo und herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Ja, nach der letzten Folge, dem etwas komischen Ende, machen wir uns jetzt wieder auf die Suche nach Olin. Und gucken mal, ob wir ihn hier finden. Noch mehr Bandidos. Nach. Sag mal. Stirb. Das wird. Was haben die denn für Helme auf? Mann. Ich glaube, so ein Ding. Nehme ich nicht. Blöder. Ist eine Heilpflanze? Ja, ne? Schätze mal, hier kommen jetzt noch mehr. Das hält sich. Auf dem Weg zu Olin. Da geht's noch. Damit. Jetzt kann ich erstmal noch nichts sehen. Nee. Ah. Was habt ihr also vor? Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja, die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle! Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Und sucht hier alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt an... Wer ist da? Toll, der Rest liegt an mir. Super. Weg vor mir. Hier mit den aufgeregten Viechern. Zum Glück sind die nicht laut. Ich werde tun, was ich tun muss. Tötet sie! Nein, ihr hattet eure Chance.
Sehen wir die ganzen... Oh nein, oh nein, oh nein. Nee, ne? Ich dreh durch. Wie kann man das immer wieder so verkacken, Mann? Der wäre wahrscheinlich jetzt auch von alleine gestorben. Hätte gar nichts mehr machen müssen. Das ist doch toll. Mich direkt alle bewerten. Nur weil ich da die Balken löse. Die Bretter. Sie wissen sofort alle, wo ich bin. Machen. Ich würde jetzt erstmal da hochklettern. Dann sind die äußeren. Erstmal ausschalten, glaube ich. Wichtig.
Bringen wir es hinter uns! Ob hier noch irgendwo Holzbretter sind zum Runterschießen irgendwie. Einfach aus der Reichweite, ne? Ja. Da hilft doch höher anvisieren nichts. Mal ein bisschen näher ran. Von den Baumstämmen. Ich muss auf ihn drauf.
Ich zünde ihn immer einmal kurz an. Und wenn er wieder zurück. Ich schieße da nicht. Nee, dann. Die mir irgendwo dahin locken. Und mal so ein paar Holzdinger auf ihn runterplumpsen lassen. Hier rein. Wäre cool. Nicht schon wieder. Dann zu uns beiden, Hübschen. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch außer mir?
Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Awad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eklipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Wie kam die Eklipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Späher wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an Awad heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eklipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Warum graben die Eklipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Die Eklipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter, kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Naja. Wollte ich sterben, um dich würdig zu erweisen, sondern leben, um dich würdig zu erweisen. Jetzt ist die Frage. Was machen wir als nächstes? Ja, wir gucken jetzt mal nach den Leveln der einzelnen Quests und entscheiden danach, beziehungsweise auch danach, was in der Nähe ist.
Ja, aber Odin jetzt zu töten, ja. Aber er konnte uns nicht warnen, als das Dorf angegriffen wurde. Und letztendlich war er ja nicht der Mörder. Also hätte für mich jetzt keinen Sinn gemacht, um ihn umzubringen. Nein. Nicht wirklich. Das nehme ich für unterwegs mit. So, dann lass uns mal nach den Quest kommen. Also. Ins Grenzgebiet. Schöpfersende. Das ist, okay. Nee. Oh, das ist direkt in der Nähe, dann. Gucken wir noch mal eben nach Nazan. Hübscheste Breite, den ich je hatte. Spawn. Hab ich noch nicht dran gesagt. Aber fressen die eigentlich Gras in den Schienen? Irgendwie, Vorsicht, Hase. Eine Gabelung. Hier sollte sich Nazan einfinden. Ich nehme mal an, wir brauchen unseren Fokus. Traurig. Man weiß es nicht. Was für ein Lager soll ich denn hier untersuchen? Ja? Ich wünschte, ich könnte mir jeden Tag einen Moment dafür nehmen, aber ich habe nie Zeit. Aha. Das sieht auch so aus, als wenn ich keine Zeit hätte. Das lag. Wow. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Keine Leiche. Ich stand gerade davor, da konnte ich es nicht untersuchen. Wenn jemand Nazan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Oh, na also. Ja, genau. Mal sehen, wo sie hinführen. Warum kann es nicht auch einfach mal einfach sein? Wenn irgendjemand irgendwo treffen, wir gehen dahin und der ist dann da. Und gibt uns dann einfach das, was wir haben wollen.
Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Nasubi. Ihr Lieben, erledigen wir dann in der nächsten Folge. Und jetzt noch mal eben den ganzen Außenposten zu machen, dürfte ein bisschen länger dauern. Wo war denn jetzt hier das Lagerfeuer? Da hinten irgendwo. Und dann speichere ich nämlich zwischendurch mal wieder. Einfach, damit wir hier, falls wieder was schief geht, nicht zu viel Aufnahmen verloren geht. Gut, ich speichere, dann renne ich wieder da hoch und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme da oben wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.